Trommel dafür, dass Sachsen auch in den kommenden Jahren eine starke Regierung hat, die die Dinge macht, die gut für unser Land sind. Egal, was man in Berlin oder Brüssel denkt, wir kümmern uns um unsere sächsischen Themen. Wir haben mit Russland Kontakt aufgenommen, weil wir ein anständiges Verhältnis zu den Menschen haben wollen und den Abbau der Sanktionen. Wir haben beim Thema Klimaschutz eine klare Meinung, ja, für die Bewahrung der Schöpfung, aber nein zur Benachteiligung deutscher Arbeitsplätze oder von Menschen, die im ländlichen Raum wohnen und kleine Einkommen haben. Wir können viel erreichen in unserem Land, wenn wir zusammenhalten. Der ländliche Raum war in den vergangenen 18 Monaten meiner Regierungszeit immer der Schwerpunkt. 700 Millionen Euro für den Breitbandausbau, die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, mehr Unterstützung für die freiwilligen Feuerwehren und die Ehrenamtlichen. Auch in den kommenden Jahren muss es darum gehen, den ländlichen Raum zu stärken. Deswegen mehr Ärzte aufs Land. Wir werden in Chemnitz Mediziner ausbilden und eine Landarztquote einführen. Und wir werden Sachsen zum sichersten Bundesland in Deutschland machen. Diese 1000 Polizisten, die ja zusätzlich zu denen eingestellt werden, die in Ruhestand gehen, werden dazu ihren Beitrag leisten. Bitte vertrauen Sie mir. Was ich sage, meine ich so. Und was ich sage, das machen wir auch so. Das war so und das wird in der Zukunft so sein. Ich möchte, dass wir eine starke Regierung bekommen. Dazu bitte ich Sie, beide Stimmen der CDU zu geben. Herzlichen Dank.